Ah, wunderschöne Güte, Doc, und recht herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher Let's Play! Hey! Ja, wir sind jetzt gerade hier irgendwo gelandet und ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Wollte ich zum Moldawian lesen oder wollte ich nicht was anderes machen? Naja. Schatzsuchen könnte ich eigentlich auch machen, aber nein! Genau, ich gehe jetzt gemütlich hier hin und vertreibe das Anwesen. Mom. Und runterspringen da, Geralt. Ich bin ein Bau. Brauchst du etwas, Meister? Chris Merigold. Wir sind, gehen jetzt eigentlich das Haus hier mal an, das Moldawien-Anwesen mal anschauen. Viele Leute mögen Hexer nicht und behandeln sie mit Verachtung und Abschau. Ja, das haben wir gemerkt. Hallo, Türen. Das ist also das Spukhaus. Sieht doch ganz hübsch aus. Also ich würde hier gerne wohnen. Hallo? Ist jemand da? Wow, cool. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Zum Glück haben sie so viel dagelassen, dass ich da ein bisschen mitnehmen kann. Wir haben hier Tagebuch aus dem Moldawien lesen. So ein hübsches Haus. Ich kann es nicht fassen, dass wir es so künstlich erstehen konnten. Valeria war immer so geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, um ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe in Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist es eine gute Idee, es sorgt nicht mehr für Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Oh, da ist das Monster erschienen. Und morgen streiche ich die Wände grün. Ja, eben, das Monster ist erschienen. Valeria hat ein Nachtgeräusch gehört. Sie hat sich mehrfach geweckt, aber sie vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat ihren Nachbarn erfahren, dass im Haus ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass Dämonen beschworen hat und sein Geist im Hause umgeht. Die Leute glauben ja an die abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden übernommen habe. Ich spaßte, dass ich sie noch einmal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht komisch. Das wäre jetzt so mein Witz gewesen. Das ist immer genau dieser Moment, wo man die Frauen nicht reizen sollte mit einem Witz. Genau in diesem Moment fällt immer so ein Witz von mir. Ah, die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte, letzte Nacht etwas gehört zu haben. Ein ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, dass die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gattes auf den Scheiternhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Okay. Die Sphärenkonnektion. Ah, das hier ist in Ordnung. Ist das hier Salz am Boden? Salz. Vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Was Aberglaube? Ich habe jetzt wirklich gedacht, das würde helfen. Sonst hätte ich das auch nie gemacht. Okay, vor der Schwiegermutter hilft es leider nie, also. Ah, leider nicht. Hey. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Jo, aber da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich werde hier noch alles plündern. Wenn ich einmal hier bin. Ah, hier noch etwas. Perfekt. Hui. Eingang. Hier war lange keiner mehr.
Das ist cool, wenn man unterm Haus etwas bauen kann. Vielleicht sind das auch nur Geräte, die ja irgendwie, naja, explodieren langsam. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Hm, sieht wie ein Tagebuch aus. Alrik von Skruno. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unbehaglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fessel der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchen widerstehen, die Kreatur zu fesseln, da hinaus nur Unwille entstehen wird. Ja, sogar heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es Nutzloch, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu schaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von größerer Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen. Aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm etwas anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen. Eine solche Macht jedoch unbedürftig einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzüglich Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächliche Studium und gelegentliche Praxis nicht zu erwerben sind. Der Stümpfer und Tunichtgute unserer Profession brauchen sich gar nicht darin zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zu veröffentlichen vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Tölpel steckt, habe ihn noch einmal in Uhrzeiten Käse und Tinte geschickt. Ein Erdgenius, ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Okay. Kann ich das irgendwie wegsprengen? Hallo? Okay, nein, das kann ich nicht. Vielleicht kann ich hier runter. Ich spare kurz, nicht, dass ich plötzlich... Ah, das ist nur Wasser. Ich dachte, das ist ein Nebel. Okay, hier ist wieder etwas. Ein Hebel. Da hat was geklickt. Nee, ist ja nicht geklickt, das hat gescht gemacht. Ja, dann wollen wir doch mal dem Monster entgegentreten. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Ja, wenn er so weitermacht, stürzt es tatsächlich noch ein. Na los, ich kämpfe hier mit dir. Autsch. Okay. Gleich auf die Seite ein.
Genius-Trophäe, okay. Sonst ist hier nichts irgendwie von Belang. Hol dir deine Belohnung. Okay, das heißt, sobald ich hier rausgehe, stürzt das Haus ein. Und da daran nichts. Gut zu wissen. Also ich vermute, es wird so sein natürlich. Aber wenn es gerade geheißen hat, dass das alles stützt. Und die Wände wackeln auch die ganze Zeit so. Naja. Ist das eine logische Konsequenz der Dinge, die wir da jetzt gleich ins Rollen gebracht haben? Ja, okay, das ist komplett baufällig. Naja, immerhin hast du den Boden und den Obstgarten. Oh, da ist ein Händler, hallo. Sei gegrüßt. Grüße, zeig mir deine Waren. Ich würde mir... Was kann ich dir... Oh, hier so natürlich Piment und... Was ist das? Wasser? Ah, nee. Wo ist momentan... Oh doch, ich kann hier Sachen verkaufen. Und hier. Na los, kauf mir meine Sachen ab. Oh, da hatte ich Glück, ich war gleich wieder überlastet. Okay, ich glaube, die Pflanzen brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht mehr. Henkerskapuze, Rüstung durchbohrung 91. Was habe ich hier noch? Ach, ein paar andere normale Sachen, die man verkaufen könnte. Fell eines weißen Wolfes. Hier kann ich nichts verkaufen, hier auch nichts, vielleicht hier noch. Oh. Na, das nehme ich zurück. Ach, hier verkaufe ich ein paar da. Mulavie, Sokranos. Die Helden. Ich krieg dafür nicht zwar viel Platz, aber jeder Platz ist natürlich gerne willkommen. Rohes Fleisch und Wasserflaschen, hä? Mysteriöse Notiz. Wappentiere haben wir auch gekauft. Liebes Tagebuch, ach komm, wir verkaufen noch gerade alles. Befehle von Hammond. Ah, wir haben doch noch eine kleine Rune erhalten. Ist hier noch was? Oh, 26. Perfekt. Leb wohl. Leb wohl. Okay, wir haben jetzt die Wurzel genug. Wir brauchen nicht mehr mehr. Und wo müssen wir nun hingehen? Die Quest wahrscheinlich hier abgeben. Temerische Ohren. Einige Waffen wirken mehr als nur Schaden. Sie betäuben den Gegner beispielsweise oder bewirken schwere Blutungen. Ja, aber das bewirken auch Steine, die wir draufsetzen können. Okay. Hol dir deine Belohnung von Kurt. Hallo Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber zuerst werden wir hier das sagen. Ja. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Hm. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren?
Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Was soll ich nur zum Abendessen? Türen werden zugeschlagen. Ich glaube, wenn der wirklich dahin geht, ist eh alles schon weg. Ah. Neugrad, hol dir deine Belohnung von Brennwatch. Können wir holen danach? Reden Sie mit dem Redanischen. Ah, der Betrunkene von Ochsenfurt. Skellige, Skellige, Skellige wählen. Hier. Frage mich, für wie viel die so ein Haus gekauft haben. Okay. Ach so, das geht jetzt nach Ochsenfurt, nehme ich an. Ja, dann war aber noch hier die andere Quest, die wir hatten. Neugrad war das. Mal schauen, 470, das ist wahrscheinlich in den Außenbezirken. Jo. Das heißt, ich werde jetzt zum Platz des Hierarchen gehen und mich kurz rüber teleportieren. Öffnen. Was sind hier alle eigentlich geflohen? Das könnte natürlich sein. Oh. Ich werde sterben. Ich will am liebsten gerade die Hexenjäger hier drauf werfen. Und ich muss dringend irgendetwas gegen die Hexenjäger machen, weil das da geht gar nicht mehr. Die Gänsemöse. Während des Blockens kannst du mit dem Schwert ziehen, wegsticken oder das aktive Zeichen ändern. Danke für diesen Hinweis. Dann. So schön festlich immer geschmückt, wenn ich hier reingehe. Okay, da bin ich. Hallo, du Hure. Willkommen, willkommen. Nee, nee, falsch. Aber vielleicht hast du wieder etwas. Was hast du denn da? Nee, du hast nicht den Schnaps, den ich brauche, aber immerhin etwas anderes. Ja, du wirst noch reich durch mir. Auf Wiedersehen. Bis dann. Den Kleinen hier brauche ich. Den Kleinen, ist das jetzt schon rassistisch, oder? Willkommen, Meister Hexer. Ich habe den Waldschrat getötet, der die Holzfäller angegriffen hat. Das ist wunderbar. Großartig. Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Waldschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, ja, ja. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Leb wohl. Vielleicht können wir noch ein Wort mit dem Pferd, doch. Mit dem Zwerg sprechen. Du bist den Gott, verdammt. Ah! Okay. Das heißt, wir porten uns jetzt direkt hier zur nächsten Quest. Hexeraufträge, wählen, wählen, wählen. Neugrad, da. Wie viele haben wir hier noch in Wien? Oh, das sind ein paar. Der vermisste Bruder können wir immer noch nicht machen, ja, das ist logisch. Und Schatz suchen, die Katzenschulenausrüstung. Die muss ich dann unbedingt machen. Ja, Zwergenschnaps möchte ich jetzt nicht stehlen, aber vielleicht kann ich hier rein. Und vielleicht ist hier oben das der Kräuterkundige. Ne, der ist gerade nicht da. Okay, ja dann. Kurz porten. Na los, wo bist du? Hier. Halte die Springtasten gedrückt, während du in der Luft bist, um dich an deinen Vorsprung festzuhalten. Ja, wenn wir das doch bloß überall könnten.
Okay, 46. Also das sehe ich auch das erste Mal, wo ich hier hinkomme, oder dass ich irgendwie nicht so langsam laufe. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Reden wir über die... Bewähre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Bla 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 bla. Okay, könnt ihr es euch leisten. Dann hier, 300. Wie sieht's aus? Ich sehe, du wirst vernünftiger. So. 290. Na schön. Das kann ich reinen Gewissens zahlen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss, unsere provisorische Leichenhalle. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Du wusstest nicht mal, dass du so etwas gemacht hast. Was Scheiße? Auf in die Taverne! Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Ja, mach ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder fünf, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht. Wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Warum? Was, warum? Einfach so, weil du da warst. Rennt mit diesem verbiesterten Gesicht durch die Gegend und... Okay, in der Gasse. Dann wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt bis auf den letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und Knochen. Ah, hier ist etwas. Ein Armband, ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung, zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Kann ich dir mal sagen, dass ich glaube? Aber sie war schon vorher betrunken. Sind wir uns nicht schon? Du glaubst mir auch nicht, wie? Doch, ich glaub dir, aber trink weniger, meine Dame. Alkohol ist nicht gut. Oder ich denke vielleicht, dass es Vampir ist, wenn sie sagt, das sei irgendwie ein Mensch gewesen, der ihren Namen gerufen hat. Und hier mal alle sagen, dass sie werden ausgesaugt. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich?
Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Oho. Die machen ein gutes Geschäft. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Also sturzbetrunken, irgendwo hingehen und gut ist. Katakan, Vampir. Also Vampiröl raufklatschen. Wie sieht hier mit den Schwertern aus? 53 und 51. Ja, sehr gut. Gesellenreparatur Waffen. Chance auf Verstümmeln, Chance Bonuserfahrung bei Monstern. Hier. Ah, und ich habe jetzt immer noch nichts draufgeklatscht, was ich eigentlich wieder draufklatschen sollte. Vampiröl, wo bist du? Überlegenes Vampiröl. 50 Angriffskraft und 60 von 60. Gehen wir beim ersten Mal eine Runde trinken. Sieh an, ein Hexer. Du glaubst mir auch nicht, wie? Doch. Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Ich kannte ein Mädchen, oh, höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Ja. Dann tu's. Los, sing eine Strophe, ich will's hören. Hilfe, rette mich, ich sterbe an Armut. Sing, Geralt, sing! Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rübelei, diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Hey, ruhig Blut, nicht so fest husten. Noch eine Strophe, Gerard, los! Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier drin. Schlecht. Der verdammte Katakan. Ich kann ihn hören.
Na los, geh vorwärts, Geralt. Er geht zur Hütte am Fluss. Haben wir da nicht... Ah nee, das war bei Novigrad, wo wir in der Hütte eines Flusses das gemacht haben. Okay, jetzt ist er umzingelt. Okay, das ist sehr gut. Können wir vielleicht von oben rein? Ah, dann werden wir ihn überraschen. Sohn einer Vampirin. Ein Schlüssel zum Lager des Katakans. Ja, da abschneiden müssen wir nicht mehr, kennen wir schon. Okay, heißt es, ich hätte gar nicht hier reingekonnt? Ja, cool. Jetzt habe ich gedacht, ich mache etwas Cooles und gehe von oben rein, dabei konnte ich das nicht einmal. Ja, dann holen wir mal kurz unsere Belohnung ab. Inventar, hier. Wo bist du? Genius-Trophäe verstümmeln. Bonuserfahrung, Bonuserfahrung. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Okay, dann holen wir doch gleich die Belohnung. Wir sind ja in der Nähe irgendwie. Ja, wir sind tatsächlich hier in der Nähe. Ey, nicht spucken. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Yeah. 300 Erfahrungspunkte. Neuer Gegenstand, 92 Kronen, ja, das ist perfekt. Nebenquests, Novigrad. Das könnten wir jetzt eigentlich theoretisch machen, hohe Einsätze. Hexeraufträge, die sind jetzt eigentlich alle in Wählen. Oder Schatzsuche. Ich werde jetzt mal zuerst wirklich hier die Katzenschule machen. Auftrag Bestie erledigt von Oxford. Scheiße, pass doch auf. Oder nee. Ich werde jetzt... ich werde jetzt das Turnier machen. Nebenquests. Ich will eigentlich das machen. Dann mache ich zum Abschluss das Turnier. Das würde mir am liebsten gefallen. Danach werde ich hier in Wählen mein Unwesen wieder treiben. Die Farbe des gegnerischen Gesundheitsbalken gibt Aufschluss darüber, ob du deinen Gegner mit Stahl oder Silber bekämpfen solltest. Alles mit Feuer. Feuer läutert. Feuer brennt. Feuer heilt. Ich könnte tatsächlich in die Kirche des Heiligen Feuers gehen. Petri-Filter. Es ist Nacht. Es ist zum Glück Nacht. Mal schauen, vielleicht kann ich die Quest immer noch machen oder ich muss dann am nächsten Tag kommen. So,
Wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut. Und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Begib dich in Van Ernst, bla bla bla, Lagerhaus, bla bla bla, bla 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 bla. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind auch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Was ich will, geht dich nichts an. Lass mich einfach rein. Dann tritt ein. Ich glaube, ich hätte sogar irgendwie hier auf die Seite reingehen können. Nee. Das wäre irgendwie nur falsch angezeigt. Okay, hab schon gerade gedacht. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Aha. Die nicht. Kein Gestank. Okay, dann muss ich jetzt hier tatsächlich alles absuchen. Okay, die hier sieht nach aus, als würde sie stinken. Stinkt nach Ammoniak. Muss richtig sein. Okay, haben wir das ja schon gemacht. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Jetzt geht also doch ein Kampf. Hey. Zack, zack, zack. Aufgeschlitzt. Okay, aber die weniger und hier auch noch einer. Nee, sollte die im Liefen nicht, weil ihr verbrennt gerade. Schlitz! Schlitz! Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drache hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Also irgendwie, vielleicht ist das zu lange her, wo ich die Quest gemacht habe. Aber irgendwie fehlt mir gerade... Das
Ganze zwischen ist. Was habe ich dem gestohlen? Was hat der genau von mir gewollt? Warum hat er sich überhaupt mit mir angelegt? Ah. Oh. Na, egal. Wir sind hier wieder bei den Banditen. Ah. Du kannst Schwerter von höchster Qualität. Und ja, das bringt mir gerade nichts. Ja, sogar die Frauen tanzen. Grüß dich, Abe her. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrose brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich, wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage, dann komm dein neues Schwert abholen. Cool. Grüß dich, Abe her. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Ah, jetzt sollten noch da ein paar neue Sachen sein. Edwins Gerolfs vierte Karte, das sollte ein Gegenstand sein. Erste Karte, okay. Dann kaufe ich das mal kurz. Und sonst... Ah, der Gott, da ist irgendwie nichts Spezielles da, was ich gebrauchen könnte. Vogelfeder, sonst noch irgendwelche Sachen. Okay. Aber ich kann dir vielleicht etwas verkaufen. Hier zum Beispiel das Schwert hier. Wow, für 1000. Ha. Das erfreut doch das hier. Ah, hier habe ich auch noch ein paar. Ja, nimm es. Das auch. Das auch. Hier ein paar Handschuhe. Auch. Bonuserfahrung bei Monstern. Wasservibe. Okay, den musste ich in dem Fall noch irgendwie abgeben. Hier, das die anderen Gegenstände. Das Bier möchte er nicht. Hier vielleicht etwas. Auch nicht. Handwerk. Zerlegen. Okay, schade. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich könnte die speziellen Gegenstände hier zerlegen. Weihrauch. Objekt zum Abschließen einer Quest. Asche. Eisenerz. Okay. Raucheisenerz. Was habe ich da sonst noch? Glühendes Erz. Na komm, dann verkaufen wir doch mal das für glühendes Erz. Lederbänder und Sphären brauchen wir nicht. Hier das gleiche. Glas. Okay. Jo. Dimentriumerz. Ist das eigentlich alles so? Also ich habe jetzt da irgendetwas ganz Spezielles erwartet, aber naja. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Schema, die Bärenarmbrust. Kritischer Treffer, Bonuserfahrung bei Monster, okay. Wir verkaufen wahrscheinlich benötigte Stufe 29. Dann möchte ich die doch nicht herstellen, aber mit 29 werde ich die wahrscheinlich direkt holen. Weil ich kann ich jetzt noch nicht anziehen. So. Ach, ich würde hier mich so freuen auf das Schwert hier. Aber ja. Verbessertes Greifen, Silberschwert hier, das da. Das könnte ich bei ein paar Stufen, das heißt, ich muss jetzt unbedingt die Katzensachen alle finden. Ist mein Schwert schon fertig? Noch nicht ganz. Kannst du... Ja, ja. Ist da. Okay. Neben Quests, da muss ich später kommen, melde dich in die Passiflore an, werden wir doch gleich tun. Oder nee. Ich gehe zuerst hier zu meinen Rüstungsschmieden. Weil ich glaube, die hat es endlich verdient oder ich habe es endlich verdient, ihr das zu bringen. Dann weißt du, was ich gemacht habe. Ich habe einen Riesen besiegt und erschlagen. Schwarzen, Daniel,
Diese Jugendhotelhölle. Es ist 4 Uhr morgens und die sind alle noch wach. Und danach werde ich wirklich direkt die Katzensachen kriegen. Weil das ist etwas vom Wichtigsten, weil ich möchte gerne für die Katzenschule arbeiten. Na, wo bist du? Hier in Wählen irgendwo. Also ich muss ehrlich sagen, der Punkt da ist extrem scheiße gewählt. Auf deinen Reisen kommst du auch durch die Dörfer, die nach Monsterangriffen der Völker sind. Tötest du die Monster, kehren die Einwohner zurück. Und auch Kaufleute, wenn du seltene Waren erwerben kannst. Das stimmt, aber leider sind die Waren meistens... Naja. So, komm her, Plätze. 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 Okay, dann kommst du nicht, dann gehe ich so hin. Oh, ich könnte mal nach dem Baron schauen, wie es ihm und seiner Frau geht. Er wollte ja irgendwo hingehen. Jetzt kommt sie. Na los, du könntest auch gerne vor mir erscheinen. Also ich mache mal das kurz so. Okay, jetzt laufe ich hier zur Plätze. Los, los! Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir wissen nicht. Ah, endlich. Endlich. Hallo, du Zwergenvieh. Ich will da mit ihr hier reden. Was kann ich für dich tun? Ah, okay. Leb wohl. Leb wohl. Komm her, du kleiner Zwerg, der gern Ruhm für sich einhamst. Ist der gerade so klein, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ach so, das ist der hier. Wie kann ich helfen? Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie später, aber jetzt brauche ich die Rüstung. Harmon Elb Grönekahn. Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr zu. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Nimm sie, Geralt. Nimm sie. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht.
Ja. Ich glaube, der Zwerg wird danach erhängt. Aber egal. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Okay, und ich habe hier etwas Neues. Cool. Haben Sie nicht eine, sondern zwei im Wald zurückgelassen? Ah, bekam auch niemand zu wissen, dass Kunke, dass jeder feudale Abgaben nicht, haben wir gelesen. Unsere Hündin hat geworfen. Knochig. Was? Unsere Heilwehr ist gestorben. Meine Tochter Leibert, die liebliche Maid, unsere Augapfel starb. In diesem Jahr, dem 4. ihres kurzen Lebens, hier begruben sie auf dem Friedhof in der Krummbirke. Wer einen Erdklumpen hinlegen und eine Kerze anzünden möchte, dies dort tun. Okay. Greif im Hochland. Lies dies genau, wenn du gutes Geld machen willst. Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Kriegsfeld treibt eine Bestie. Ja, das werden wir doch gleich tun. Auspeitschung. Als Strafung haben wir auch schon gelesen und erstklassige Pilzbunde. Ich sehe, dass du ein weitreisender Mann bist. Also sag mir. Okay, ich gehe nur. Okay. Ah, Hexer. Hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Hier ist nichts für dich. Ja, da sieht man es. Greenfelds Heidelfelde, das heißt, von der Zeit her würde es sogar noch reichen. Also, wir werden kurz den Greifen erledigen. Cool, endlich habe ich mal hier etwas dran. Das sieht jetzt mal cool aus, so wie der Waldstrat hier auf der Seite dran ist. Unser Vibe wurde ja irgendwie nie dran gezeigt. Das ist immer nur so wie ein. Wie sagt man das? So ein Beutel. Wie sieht's aus? Weißt du, was wo ist das Gold? Entweder du sagst es uns oder. Nein, bitte. Wir haben nichts mehr. Herr, hilf uns! Halt du dich da raus! Lasst sie in Ruhe. Was soll das? Ich werde nicht einfach zusehen, wie ihr sie ausraubt und ermordet. Nicht mit mir. Da ist aber jemand empfindlich. Sieh weg, Weib. Immer noch da? Verdammt, schnappt ihn! Ja, besser. Du hast gestern wohl alle was zu tun, wenn du ausgeschaut hast. Habt ihr sonst noch Probleme? Ja? Danke, Herr. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Danke. Kein Problem, ich helfe gerne, aber... Langsam. Dagegen muss man etwas tun. Was sucht hier im Pferd? Nicht so schnell, Plötze. Cool. Doppelplötze. Weiter so, Plötze. Okay, wir porten uns jetzt gleich hierhin nach Heidelfelde. Gegner, die keine Monster sind, haben nur begrenzte Ausdauer. Wenn deine Ausdauer erschöpft ist, können sie nicht mehr wirksam kämpfen. Okay, das ist dieses zerstörte Dörfchen. Los, los! Ein Wunder, dass hier immer noch nicht mehr Leute gekommen sind. Zeit zu sterben. Und wer? Ist das ein Bandit? Auf Wiedersehen, Pferd. Du hast einen Falschen verfolgt, mein Junge.
Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Okay, wenn er aber hier ins offene Gelände gegangen ist. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Okay, Geruch habe ich leider keiner. Da sind ein paar Vögel, da finde ich leider nichts. Aber wenn, dann vermute ich, er ist irgendwo auf einer großen Anhöhe. Oder da. Na los, komm her. Stufe 26. Hey, lauf nicht weg. Da, da, schnell. Oh. Wow. Das war blöd, hier ohne irgendetwas hinzugehen. So, Scheiße. Okay, der Greif hat mich getötet. Bomben und Armbrustbolzen können in automatisch oder manuellen Zielmodus verwendet werden. Ja, das haben wir gelernt. Das heißt, dann haben wir hier danach die meisterlichen Handwerker, die uns alles anfertigen können. Okay, es wird also nicht besser, weil wir direkt im Kampf sind. Nichtsdestotrotz. Verfehlt. Haha, getroffen ohne zu ziehen. So. Okay, ich muss irgendwie hier hoch. Zum Glück kriegt er ein bisschen Schaden, aber... Zack, 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 schnell, schnell! Und... Okay. Zack, schnell, schnell! Er ist tot. Monsterklaue, ein paar Eier, ein Erzgreifenmuttergen, Greifenfedern und die Säulenfüße. Ja. Ich finde das cool, wie immer, wenn das Blut hier herunterfällt. Zum ganzen Weg. Pferdeausdauer, okay. Ja, das heißt, es reicht sogar noch für ein bisschen mehr. Kurz mal schauen, wohin ich gehen muss. Ich werde hierhin zurückgehen. Zu mir, Jungs. Reicht ihr die Eier auf? Hey. Zack, nächster. Zack, zack. Tch.
Zack! Zack! Verliert dein Schild! Zack! Immer noch? Ah, sieht doch gleich anders aus. Was ist los? Was ist los? Schlitz! Schlitz! Okay, bei mir ist gerade alles irgendwie kaputt. Lalala, alles sammeln. Ein stumpfes Bein. Was haben wir sonst noch? Okay. Was haben wir gekriegt? Oh, eine Questgegenstände. Okay, das ist die Säure. Und hier haben wir... Okay, nicht irgendwie einen Brief oder so gekriegt, dann ist das in Ordnung. Ich dachte vielleicht, dass wir irgendetwas gekriegt hätten. Aber nein. Bring die Säuredrüse zu Johanna. Eine Skelligerin. Das bringen wir doch sehr gerne. Okay, wir haben... Ich möchte eigentlich keinen Greifen hier dran machen. Was macht aber der Greife? 10% auf Verstümmeln und die haben wir doch schon. Greifentrophäe. Greifentrophäe. Aber was haben wir hier? Das ist eine Katana und... Wildschrat. Beide gleich teuer, also machen wir das so. Los, lauf! Lauf, Plätze! Auf nach Krähenfels. Einige Mutagene von Monsterkadavern eignen sich für die Herstellung mächtiger Absude und sie können deine Fertigkeiten für einen Spezialbonus hinzugefügt werden. Ja, gleich hier Plätze holen. Na los, wir steigen auf und bringen das natürlich schön in Gegner. Ah, komm her, meine geliebte Johanna. Was bist du denn für einer? Ein alter Mann, okay. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Leb wohl. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick... Was soll das heißen? General, Johanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Johanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf.
Du da! Leg diese Rüstung an! Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Ja, gerne. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen. Ja, du bist nur gekommen, aber ich bin gekommen. Ja, ich kann jetzt nicht mal meditieren. Oh, diese Rüstung sieht so schlimm aus. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Oh! Das Aua! Das für die Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Wenn eine alte krank wird, wird sie zum Reisigsammeln in den Wald geschickt, wo sie von Bestien gefressen wird. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja. Klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Recht in die Möse. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Also eigentlich, Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fast fertig. Aber etwas Zeit brauche ich noch. Ich will nichts Unfertiges und keinen Pfusch verkaufen. Na gut, alles klar. Bis später. Okay, wir haben jetzt hier meisterliche Handwerker beide zusammen erhalten. Und in diesem Sinne werde ich mich auch verabschieden von Hexer Geralt, dem unrasierten Affen. Oder war sie auch da und dann dachte, er sieht so alt aus und die Rüstung sieht komisch aus, wie ein Kleid und naja. Okay, also macht's gut und habe lieb zurück.